Moin, liebe NF-Gemeinde, zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den King Baba. Heute stelle ich euch vor den ETS Lemken Dolomit von IMPTS Team. Ja, schauen wir in den Shop. Wir haben einmal den Dolomit 9400 und den Dolomit 9300. Unterschied: Der Dolomit 9400 hat 4 Meter Arbeitsbreite, 5 Euro am Tag Unterhaltskosten, einmalige Anschaffungsgebühr 7500 Euro, benötigte PS-Leistung sind 200. Der Dolomit 9300 hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, einmalige Anschaffungsgebühren 5500, benötigt 160 PS und 4 Euro am Tag Unterhaltskosten. Ja, dann schauen wir uns die guten Stücke mal an. Man kann auch die beiden Grubber, das ist ja Flug, die Flüge, die Anbauflüge, kann man auch an den Lemken Gigant 800 dranhängen. Oder man kann sie auch zur Veranschaulichung, machen wir das mal, an eine Saatmaschine ranhängen. Dann können wir vorab pflügen und dann gleichzeitig. Entschuldigung, dranhängen. Hier sind die guten Stücke. Nur mal vorher zeigen und dann hänge ich das Ding daran. So. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Gute Textur, gute Sticker. Hier gibt es ja auch nichts zu sehen. Den noch daran hängen. Und dann kann man so durchziehen. Finde ich eine coole Sache. Auch wegen den Flügen. Ich kaufe noch mal ein 400er. Dann kann ich euch das noch mal zeigen mit dem Gigant. So. Anschauung. Ab damit. Zeige ich das noch mal mit dem Gigant. Und dann zeige ich das noch mal mit dem Gleiche. So. Haben wir denn eine Arbeitsbreite von 8 Metern. Und so sieht das ganze Ding dann aus. Schöne Textur. Dezent animiert, aber gut. Ich würde sagen, jo. Das war's mit der Mod-Vorstellung. Ich werde den Gigant auch mit verlinken. Ja, dann kann man den gleich mit runterladen. Ja, und dann, jo. Ich würde sagen, das war's mit der Mod-Vorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weitere Mod-Vorstellung verpassen wollt, lasst ein Abo da. Bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Euer King Baba. Ciao, ciao.